Und damit begrüße ich euch hier wieder ganz herzlich zurück zu Coral Island. Yes, es geht wieder weiter. Aber ich kann jetzt hier leider nichts ernten und ich habe vergessen, glaube ich, beim letzten Mal zu gießen. Mein Fehler. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Ernsthaft? Naja, egal. So, ich darf jetzt hier wieder... Darf ich noch nicht ernten? Okay. Inventar voll. Warum ist immer mein Inventar voll, hä? Huh? Süßkartoffeln, das ist doch schön. Hier darf ich nichts ernten. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Okay. Na gut, wer Geld haben will, der muss halt auch farmen, ne? Beziehungsweise gegebenenfalls sich um die Hühner kümmern, wie auch immer. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Oh, ein großes Ei. Das ist schön. Große Eier sind immer schön. Hühner lassen wir raus. So. Ich weiß nicht, ob ich was noch mit den Kartoffeln machen musste. Essen. Musste ich die irgendjemandem geben? Irgendwas war doch da, oder? Kürbis, Sonnenblumen, Arapaima. Nö. Okay. Dann können die Süßkartoffeln weg. Das packen wir hier dann in den Ofen. Ach, in den Ofen, in den Kühlschrank. Das Riesenei. So, zum Schmied kann ich nicht gehen. Ich kann aber ins Museum gehen. Und ja. Ich kann ins Museum gehen und ja... Ich muss jetzt zum Glück nichts holen an Samen. Selbst dann hätte ich noch Samen da. Ein Seepferdchen darf ich sogar verkaufen. Das ist schön. Ein Seepferdchen darf ich verkaufen. Und ich habe sogar noch Salz in meinem Inventar. So, was brauche ich zurzeit nicht? Ich brauche zurzeit die Axt nicht und die Hake nicht. Die Angel auch nicht. So, dann kann ich verkaufen das Seepferdchen. Und das war's. Warum hat er jetzt das Salz nicht rübergelagert? Ach so, weil ich das beides noch nicht habe. Falsche Taste. So, will ich das Stroh mitnehmen, ist die Frage. Eigentlich nicht. Das ist alles Platz, was ich dann habe, ne? Ja. Und selbst dann fällt mir gerade auf, ich hätte sogar noch 21 so besondere Samen. Also. Glückssamen. Ja Mensch, dann kann ich ja den nächsten Bereich jetzt mal endlich frei machen, oder? Tauchen. Achso. Dann kann ich jetzt runter, ne?
So. Alles hier schön frei machen. Natürlich sind es zwei. Gut, ich bin froh, wenn es zwei sind und nicht drei. Wenn ich so größere Felder freikriege, dann natürlich Happy Birthday, ne? Fehlt noch diese eine Muschel. Zwei Stück, okay. Er geht hundertprozentig da lang. Deswegen hier erstmal gleich alles frei machen. War klar. Wenn ich so einen großen Bereich immer frei kriege, dann bin ich echt immer happy. Weil mich das dann wenig Ausdauer kostet. So zum Beispiel wird das auch der Bereich hier sein. Der wird jetzt richtig schön groß sein. Außer er hat einen Lag. Ah, ist das schön. Aber immer nicht das, was ich gerne haben würde, nämlich dieses blöde Ding. Krass, ich habe jetzt hier echt schon sau viel abgebaut und ich habe es noch nicht gefunden. Das verwundert mich jetzt mal. Ich hatte bisher immer sehr viel Glück, was das Ganze angeht. Okay. Also jetzt habe ich hier bald gefühlt alles weg. Wenn jetzt hier gleich noch irgendwo kommt, so von wegen... da ist der Weg blockiert, dann keine Ahnung. Habe ich irgendwas in meinem Leben falsch gemacht? Oh, ich kann am 15. gar nicht meine Spitzhacke abholen. Da ist ja das Fest, das Herbstfest. Ah, oh, ist das ärgerlich. Oh, wurde ja auch mal Zeit, ey. Wenn da jetzt noch irgendwo irgendwas blockiert. Ja, Strudelwurm. Den hatten wir auch noch nicht. Definitiv hatten wir den noch nicht. Und ich merke doch schon, ich habe noch keine Explosion, kein gar nichts gemerkt. Hier ist doch irgendwo was blockiert. Alter, ihr wollt mich doch echt auf den Arm nehmen. Ja klar. Oh, da oben ist es endlich mal passiert. Yay.
Ihr wollt mich doch veräppeln. Dieses Spiel nimmt mich auf den Arm hoch 10. Niedrige Ausdauer. Kommt für Notfall. Wo ist der Weg blockiert? Ich hau dich gleich mit Weg blockiert. Danke. Darf ich endlich da links lang? Ja, ich darf hier endlich lang. Juhu! Was? Immer noch nicht. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Darf ich dann hier lang... Oh, da haben wir noch eine Muschel. Darf ich dann von hier aus daran? Die nehmen wir mal alle mit. Wir schauen hier erstmal, was wir hier genau haben. Wer das Gold alles schon mal mitnehmen? Da ist noch eine Messermuschel. Okay. Kann ich hier weitermachen? Packt man sich doch an den Kopf, oder? Da fühlt man sich echt auf den Arm genommen. So. Gespendet. Fossilbrocken, Fossilbrocken. Okay. Okay. So, dann das hier rein. Das dann da rein. Ah, Truppler, denk nach. Jetzt musst du noch mal ins Museum. Das abgeben, damit du wieder Platz hast. Wobei das könnte... Ja, nee. Beim Herzfest geht es ja nicht. Herzfest kommt mir jetzt total in die Quere. Ja, bei 50. Definitiv bei 50. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wo bekomme ich... Oder was fehlt mir hier beim Seetempel? Weil ich habe doch jetzt eigentlich alles gefunden, bis auf eine Sache, oder?
bis auf diesen blöden Stern. Hier ist die Königsmuschel. Wo bekomme ich die Königsmuschel her? Genau. Gucken wir mal, ob ich die Königsmuschel schon mal hatte. Nein. Moment. Ah ne, achtarmiger Seestern. Den suche ich gar nicht. Ich suche den... gefunden. Dann... auffindbar. Hatte ich schon die Königsmuschel. Jakobsmuschel. Nee, hatte ich noch nicht. Müsste die hier unten entweder die sein oder die. Aber hat die noch nicht gefunden. Schade, dass nicht dabei steht, ob man das schon gespendet hat oder nicht. Ah doch, da oben steht es. Raps, nee, Ingwer. Okay. Hatte ich jetzt irgendwelche Tiere, die ich noch nicht gespendet hatte? Die noch nicht wieder gefunden habe? Okay, hier kann ich jedenfalls schon mal sagen, habe ich alles. Insektentechnisch angeboten. Blauer Schwalbenschwanz. 26. Frühling. Also Frühlingswesen, also Frühlingsobjekt. Noch nicht gespendet und der Papilus Troilus im Frühling. Frühling. Also ich habe den Frühling total verbockt, würde ich mal sagen, ne? Wahrscheinlich wäre ich dann schon viel weiter. Brunnenkresse ist eigentlich was zum Essen. Anscheinend Tulpe auch, das heißt, dann werde ich die Tulpe auch mal umlagern. Das ist auch was zum Essen. Kann ich auch umlagern. Den Rest behalte ich erstmal. Ja, das behalte ich natürlich auch, aber ich meine, den Rest belasse ich erstmal so. Ja, brauche ich zurzeit nicht. Ja, so macht es mehr Sinn, die Sortierung. Ja. Yep. Okay. Dann 21:20. Ich kann nicht mehr wirklich viel machen. Nö. Nö. Dann gehen wir ins Bett. Was? Nur so wenig? Von der Landwirtschaft? Was ist denn da kaputt? Ich mich beschweren. Heute findet ein Fest statt. Leberfeste. Nicht. Aber man muss ja an ihnen teilhaben, ne? Amaranth. Alles hier einsammeln. Das da ist alles in Ordnung. Okay. Nur eine Papaya? Ne, zwei. Ich wollte schon sagen. Keine Drachenfrucht runter, ne? Komm runter!
sie auch noch nichts geändert. Da hinten kann ich jetzt die Sachen einsammeln. Wie viele Unbekannte hier noch dazwischen sind. Okay. Halt. Brauchte ich die Papaya-Frucht? Ah, nee, ich brauchte zwei, ne? Stimmt, Papaya brauche ich nicht mehr, oder? Nee. Sonnenblume kriege ich nicht und Kürbis dauert noch. Okay. Dann. Wie weit bin ich denn hier? Tauchen. Nicht mehr lang. Bergbau auch nicht mehr lang. Nahrungssuche ist auch nicht mehr lang. Was haben wir denn dann? Naja. Ist das hier Tierzucht? Ja, gut, angeln. Ja, ja, ja. Egal. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.